Wir sind in Washington, D.C. Wir sind gestern Abend angekommen, haben ein richtig cooles Airbnb in einer wunderschönen Straße, wie wir finden. Und jetzt gehen wir uns das Weiße Haus angucken. Das ist richtig absurd, aber auch ziemlich geil. Wir haben schon mal erfolgreich den Bus verpasst, den wir eigentlich nehmen wollten, aber ich glaube, alle 10 Minuten kommt hier einer. Oh, es ist windig, es ist windig. Für heute ist halt auch Sturm angesagt. Also es war die letzten Tage hier ungewöhnlich warm, über 30 Grad. Auch gestern, als wir angekommen sind, es war einfach sau warm, um nicht zu sagen heiß. Und heute soll es stürmen, heute gegen Nachmittag, Abend soll es richtig, richtig doll regnen. Und dann sind es nur noch 15 Grad oder so. Also alles sehr ungewöhnlich und krass. Du Moquet, Marquis de Lafayette. Okay, dieser Platz heißt, wie heißt der? Lafayette? Platz. Platz, Lafayette Platz. Philipp hat gerade mal gegoogelt, wer der Dude war. Und ja, das da vorne war einfach gerade mal das Weiße Haus. Ich finde, das ist immer so, wenn man vor solchen Gebäuden steht, es ist so unrealistisch, also dass man wirklich da ist. Ich kriege das in meinen Kopf immer dann nicht rein. Wir haben uns jetzt hier mal auf die Stufen gesetzt. Hier hinter mir ist das Lincoln Memorial. Geradeaus ist das Washington Memorial. Das ist Monument, okay. Und man sieht das Kapitol von hier, ne? Diese Kuppel. Also echt richtig krasser Blick eigentlich. Wir sind nur schon wieder ganz schön viel gelaufen. Aber es ist nicht so warm, es ist gut. Das Unwetter, was heute kommen sollte, ist jetzt da. Es regnet draußen wirklich so in Strömen, das ist richtig heftig. Wir haben uns jetzt mal hier in ein Café gerettet und wissen nicht, ob wir das Ganze hier aussitzen können. Wahrscheinlich nicht. Mal gucken, wie wir zurückkommen. Uber ist übrigens keine Option, das kostet $40. Auf der Wetterkarte jedenfalls sieht man richtig, dass das eine richtig fette Front ist und das dauert auf jeden Fall ein paar Stunden, bis die vorbeigezogen ist.
In Washington. Wir sind heute, nachdem wir ja gestern uns wirklich die ganzen, ich sag mal, Touri-Standard-Sachen angeguckt haben. Also was wir heute machen, ist immer noch Touri-Standard, aber gestern waren wir ja beim Weißen Haus und beim Washington Monument und so weiter. Und jetzt heute sind wir angefangen beim Eastern Market. Da hat unser Gastgeber uns sogar mit dem Auto hingefahren. Mega cool und mega nett. Und das ist ja so ein Farmers Market, also da kann man so, ja, wie so ein Handcraft-Markt. Da gibt es eigentlich alles und alles hat irgendwie so ein bisschen so einen Handarbeitstouch. War auf jeden Fall voll schön. Und jetzt sind wir hier am The Wharf, das heißt einfach The Wharf, das ist so eine Hafengegend. Und das hat unser Host uns auch erzählt, die ist noch gar nicht so alt, ne? Das gibt es erst ein paar Jahre. Gibt es erst ein paar Jahre hier. Und hier fliegen die Helis immer richtig tief. Ich weiß nicht, sieht man das hier auf der Kamera? Ja. Ist auf jeden Fall krass. Und heute ist so richtig schönes Wetter. Das fühlt sich an wie so ein europäischer Frühlingstag hier oder schon Frühsommertag, was saumäßig schön ist. Und ja, wir finden auf jeden Fall, also uns gefällt die Stadt mega, mega gut. Es ist so einfach richtig schön überall, beziehungsweise an den Orten, an denen wir jetzt waren. Von unserer Wohngegend und allem, was wir bis jetzt so gesehen haben, sind wir echt so komplett positiv. Ja, überrascht nicht, aber uns gefällt es einfach mega, mega gut. Okay.